Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu Aktenzeichen XY. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache, lautet aber Wischi. Es geht um einen Huhn namens Henning. Männlich, 12 bis 15 Jahre alt, bekannt als Hühnerschreck. Mein Gott, 70 cm groß. Sag mal, ich krieg schon richtig Angst hier. Rote Haare, Schuhgröße 42. Mein Gott, größer als meine. Geht gar nicht. Gute Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen. Ziemlich abgehungert. Naja, hier auf dem Bild sieht er ganz schön dick aus. Das war's auch schon wieder bei Aktenzeichen XY. Ciao von Wischi. Moin, Herr Müller. Sie ermitteln in dem Fall. Henning ist verschwunden. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist ein sehr umstrittener Fall. Es gibt viele Probleme in dem Fall. Es gibt viele Lücken in diesem Fall und wir sind auf dem bestmöglichen Weg, diesen Fall zu lösen. Was erwarten Sie von dieser Sendung? Ich hoffe natürlich auf Unterstützung jeglicher Art, auf Anrufe, Schreiben, E-Mails, ob das Verschwinden ein Ende hat. Wir machen jede Woche Fortschritte, aber es ist trotzdem eine sehr stockige Arbeit und es ist auf jeden Fall ein sehr klugerer Typ, lieber Henning. Moin, Geselle Holger. Guten Tag. Moin. Sie vermissen Ihren Hahn Henning. Wollen Sie ein bisschen was zu ihm erzählen? Ja, also Henning war halt unser Chefhahn im Stall. Und jetzt sind die ganzen Junghähne ganz schön wild, weil Henning hat sie alle unter Kontrolle gehalten. Ohne Henning läuft es halt einfach nicht. Ja, können Sie Henning beschreiben? Was macht Henning als Hahn aus? Henning als Hahn, also er ist halt an sich ein sehr ruhiger Geselle, aber er kann auch mal durchgreifen. Also wenn Henning in den Stall reinkommt, dann ist Ruhe. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass Henning noch gefunden wird und dass hier ordentlich Gesellen anrufen, damit Henning möglichst schnell wieder auftaucht. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn Henning demnächst wieder bei mir im Stall kräht.